lassen Sie uns noch zur Pinnnadel im unteren rechten Eck des Bildes kommen. Mit dieser Nadel können wir einen Zeitanker setzen. Zum Beispiel liege ein Vorfall zu exakt diesem Zeitpunkt auf dem Parkplatz vor, den wir uns aus verschiedenen Blickwinkeln betrachten wollen. Dazu pinnen wir die Zeit fest und ziehen einfach die betreffenden Kameras aus der Kameraleiste in den Player. Wir sehen damit die Aufnahme dieser Kamera zum selben Zeitpunkt. Wollen wir sehen, was alle Kameras unserer Parkplatzgruppe zur gleichen Zeit gesehen haben, müssen wir nur die Gruppe aus der Gruppenleiste in den Player ziehen. Damit verändert sich die Ansicht von Player in den Grid-Player, indem wir mehrere Kameras zeitgleich abspielen können. Den Grid-Player können wir auch durch Auswahl einer Gruppe und Navigieren zur Grid-Player-Ansicht auswählen. Er gestattet, alle Kameras der Gruppe gleichzeitig und synchron wiederzugeben. Die Bedienung gleicht der des normalen Players. Zusätzlich können auch Kameras aus der Kameraleiste ins Fokusfenster der Grid-Player-Ansicht gezogen werden, die dann auch mit abgespielt werden. Beim Export werden die Aufzeichnungen aller Kameras dieser Gruppe gleichzeitig unter einem zu definierenden Verzeichnis abgespeichert. Eine weitere Möglichkeit zur Recherche bietet die Rechercheansicht. Hier werden alle Ereignisse von Kameras oder gesamten Gruppen zeitlich sortiert dargestellt. In jedem Ereignisbild können wir den Instance Player starten oder in die Gruppe live wechseln oder das Event im Player wiedergeben. Die Größe der Eventbilder lässt sich mit diesem Slider verändern. Weiterhin können wir nach bestimmten Ereignissen filtern oder nur markierte Ereignisse anzeigen. Ist das System auf einem Notebook installiert und Sie möchten sich von verschiedenen Örtlichkeiten mit den Kameras verbinden, stehen zum komfortablen Wechsel der Einstellung sogenannte Umgebungen zur Verfügung. Diese Einstellungen finden Sie, wenn Sie die Kameraleiste einklappen und das Zahnradsymbol antippen. In unserem Beispiel hätten Sie die Umgebung Büro und Homeoffice. Im Büro wählen Sie dann nur die Umgebung Büro und von zu Hause wählen Sie die Umgebung Homeoffice. Die betreffenden Hintergrundeinstellungen wurden hierbei von Ihrem Systemintegrator vorbereitet. Im Fall von Homeoffice könnte es vorkommen, dass Sie von zu Hause nur eine niedrige Internetgeschwindigkeit zur Verfügung haben. Dann macht es Sinn, die Bandbreite zu reduzieren, indem die Auflösung und die Bildrate der Kameras reduziert wird. Drücken auf dieses Symbol ändert die Voreinstellung des Programms in hohe Bandbreite, High-Res, niedrige Bandbreite, Low-Res oder nur Ton. Möchten Sie bei nur Ton trotzdem wenigstens ein einziges Bild von der Kamera sehen, können Sie es durch Drücken dieser Taste abholen. Wie auch schon in der Mobotics App wird bei niedrige Bandbreite eine Premium-Funktion aktiviert. Hierbei sendet die Kamera beim Hereinzoomen ins Bild eine höhere Auflösung des ausgewählten Bildausschnitts.